Hallo liebe Freunde meines Kanals, ich bin Alex von Alex Travels und heute sind wir bei einem der Top-Ausflugsziele in Kärnten im wunderschönen Österreich und zwar bei der Burg Hoch-Osterwitz. Das ist das Wahrzeichen von Kärnten und die Burg ist ganz hier oben. Da geht es locker 200 Meter nach oben. Wir fahren gleich mit dem Lift nach oben, denn es gibt hier einen Burgenlift und wir werden natürlich auch über die vielen Tore hinablaufen am Schluss. Wir schauen uns das Verlies an, wir schauen uns die Waffenkammer an. Ich würde sagen, ohne weiteres Reden gehen wir mal los. Hier seht ihr diese Bahn, die direkt hoch in die Burganlage der Burg Hoch-Osterwitz führt. Da spart ihr euch eine Menge Strecke. Wenn ihr nicht hochlaufen wollt, verpasst allerdings dann eben die ganzen Tore hoch zur Burg Hoch-Osterwitz. Aber ist natürlich sehr komfortabel, direkt hier hochzufahren. Die Burg Hoch-Osterwitz ist ein populäres Ausflugsziel und ein Wahrzeichen von Kärnten. Bereits von Weitem ist die Burg, die malerisch auf dem Gipfel eines 175 Meter hohen Dolomitfelsens gebaut ist, sichtbar. Wir haben uns jetzt entschieden, doch zwei Tickets für den Lift zu kaufen, einfach aus Fun. Wir werden mit diesem Lift hier hochfahren. Da fährt er. Besucher, die nicht zu Fuß durch die Tore aufsteigen möchten, können die Höhenburg barrierefrei und komfortabel mit dem innovativen Schrägaufzug erreichen. Der Lift ist seit dem Jahr 2017 in Betrieb und ersetzt die alte Seilbahn. Auf der Strecke zur Burg überwindet der Aufzug 99,9 Meter Höhendifferenz auf einer Distanz von 125 Metern. Übrigens, Laufzeit laut Mitarbeiterin an der Kasse ist ca. 20 Minuten. Das nenne ich mal guten Service in der Burganlage. Habe ich noch nie gesehen. Und schon oben und wir sind auf der Burg Hoch-Osterwitz in Kärnten im wunderschönen Österreich und die Aussicht von hier oben ist wirklich wunderschön. Im Besitz der Adelsfamilie Kevenhüller befindet sich die Felsenburg seit dem 16. Jahrhundert. Das Bauwerk ist für Besucher zugänglich. Touristen erwarten nach dem Aufstieg durch 14 historisch spannende Burgtore oder nach einer Fahrt mit dem Lift unter anderem eine Galerie mit Bildern aus der Epoche Renaissance, eine Waffensammlung und eine Rüstkammer. Natürlich laufen wir am Ende des Videos den wunderschönen Weg durch die 14 Burgtore nach unten, um uns das anzusehen. Burg Hoch-Osterwitz ist ja Top 10 bei den Kärnten Ausflugszielen. Und wenn ihr mal in Kärnten seid, im wunderschönen Österreich, schaut auf jeden Fall mal hier vorbei. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt das Burgrestaurant. Das spektakuläre mittelalterliche Ambiente lädt dazu ein, gemütlich zu verweilen und Spezialitäten aus der regionalen Kärntner Küche zu genießen. Außerdem ist es hier auch möglich, in diesem einzigartigen Flair Firmenfeste, Familienfeiern und diverse sonstige Events zu veranstalten. Da drüben ist das Museum, da gehen wir natürlich auch gleich noch rein. Hier der Sitzplatz im Restaurant mit der besten Aussicht. Aber hier, das dürft ihr nicht verpassen, die Nikolauskapelle. Wunderschön. Der Altar. Ursprünglich ein Pulverturm. Aber nach Unfällen umgestaltet zu dieser Kapelle. Falls euch das Video gefällt, gebt mir auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal hier unten, das hilft mir sehr. Und wir gehen jetzt ins Burgmuseum hier in der Burg Hoch-Osterwitz in Kärnten. Schauen wir uns das mal von nahem an. Gehen wir mal ins Museum, liebe Freunde. Die Burg Hoch-Osterwitz beherbergt ein sehr interessantes Museum. Hier erfahren die Besucher die wechselhafte Geschichte der Felsenburg. Exponate, zum Beispiel Urkunden mit besonderer historischer Bedeutung, sind ausgestellt. Alle ausgestellten Exponate haben entweder einen Bezug zur Familien- oder zur Burggeschichte. Die Wände in den Räumlichkeiten sind mit zahlreichen historischen Gemälden und einer Fülle von Ahnenbildern geschmückt.
Hier eine Galerie mit den Burgherren von Burghof Osterwitz. Ein langer Raum mit vielen ehemaligen Burgherren. Der Burghof Osterwitz ist es tatsächlich erlaubt, euren Hund mit in das Museum zu nehmen. Das finde ich sehr sympathisch. Habe ich noch nirgends erlebt. Ist ausdrücklich erlaubt. Natürlich an der Leine halten, das ist klar. Aber sehr außergewöhnlich. In den Räumen von Burghof Osterwitz kann auch die sehr beeindruckende Rüstkammer besichtigt werden. Bei den Ausstellungsstücken in der Waffenkammer handelt es sich unter anderem um Geschütze, Hellebarden, Lanzen, Speere, Pulverhörner, Sättel, Sturmhauben, Tartschen und Panzerhemden. Ebenfalls ausgestellt ist die älteste Feuerwaffe weltweit, eine Bombarde. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert. Die Waffensammlung umfasst zudem zahlreiche Rüstungen, die zum Teil mit dem Khevenhüller Wappen verziert sind. Die Waffenkammer wurde zum Schutz der Bevölkerung und der Burg geschaffen. Ein Rundgang durch das Burgmuseum ermöglicht es Kindern und Erwachsenen, sich in Ritterabenteuer aus lang vergangenen Zeiten hineinzuversetzen. Und diesem Krieger wollte wahrscheinlich keiner begegnen. Burghauptmann Schenk. 2,25 Meter groß im 16. Jahrhundert. Damals waren die Menschen ja viel kleiner wie heute, also ein echter Gigant. Die Burghof Osterwitz ist eine ehemalige Flucht- und Wehrburg, die in Zeiten feindlicher Einfälle, zum Beispiel der Türken im Mittelalter, die Bevölkerung der Umgebung aufnehmen und einem Angriff längere Zeit widerstehen konnte. Die Burg kam 1541 als Lehen an den Kärntner Landeshauptmann Freiherrn Christoph von Khevenhüller und wurde 1571 durch Freiherrn Georg von Khevenhüller, ebenfalls Landeshauptmann, von Erzherzog Karl von Österreich käuflich erworben. Georg Khevenhüller baute die heute noch zu sehende Verteidigungsanlage mit dem durch 14 Tore befestigten Aufgang, ein Unikum im Burgenbau. In seinem in Stein gehauenen Vermächtnis aus dem Jahre 1576, welches im Burghof neben dem Kiosk heute noch zu sehen ist, hat er bestimmt, dass Hoch Osterwitz niemals aus der Familie kommen darf. Die Besatzung in Friedenszeiten bestand vermutlich aus 200 bis 300 Mann, in Kriegszeiten wahrscheinlich doppelt so viel. Die Burgkirche von Hoch Osterwitz wurde im Jahr 1586 komplett neu gebaut. Sie ist auf einer hohen Bastion errichtet. Der Saalbau ist mit einem separaten Chorraum und mehreren Dachreitern ausgestattet. Über einen kleinen Pfad ist die Burgkirche vom 13. Burgtor Kirchentor erreichbar. Die 14 legendären Tore wurden zum Schutz der Zugangswege von Burghof Osterwitz errichtet. Sie wurden so geschickt angelegt, dass die Felsenburg uneinnehmbar war, weil der Feind jedes der bewachten Burgtore einzeln erobern musste. Dabei wurden die Angreifer laufend von den Verteidigern der Anlage aus allen Richtungen beschossen. Das ist das erste Tor, das ist das Kirchentor. Und wir laufen jetzt herunter und nehmen nicht den Lift, um euch die Tore zu zeigen. Jedes der 14 Tore ist benannt und zeichnet sich durch spezifische Details aus. Im Jahr 1576 wurde als letztes Burgtor das Kulmer Tor erbaut. Die besonderen Merkmale der einzelnen Burgtore sind zum Beispiel Verzierungen und die Halterungen für teilweise vorhandene Zugbrücken. Den Weg hier runter solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich würde euch vorschlagen, fahrt hoch mit dem Lift und lauft dann runter am Schluss. Löwentor mit Zugbrücke. Wirklich beeindruckend, dieser Weg mit den vielen Toren. Über das Khevenhüller Gardequartier. Hinter dieser Stahltüre.
durch das Engeltor. Auch wieder eine Zugbrücke, also die Burg war wirklich stark befestigt. Sowas habe ich noch nie gesehen und ich habe schon viele Burgen gesehen. Oben der Engel. Hier sind die Tore, der Weg nach oben, und schaut euch mal das hier an. Senkrecht den Fels nach oben. Das letzte Tor und dann verlassen wir die Burg Hoch-Osterwitz. Das Fähnrichtor. Dann sind wir draußen. Einziger Weg hinein und hinaus führte hier entlang. Hinter mir seht ihr das letzte Tor der Burg Hoch-Osterwitz. Da sind wir gerade rausgelaufen. Ich kann euch nur eins sagen, mein Fazit zur Burg Hoch-Osterwitz hier in Kärnten in Österreich ist, es ist ein absolutes Must-See-Ausflugsziel hier in Kärnten. Wenn ihr hier in der Gegend seid, so wie wir, dann müsst ihr unbedingt einmal hierher kommen. Schaut euch die Burg an. Faszinierend, spektakulär. Die Aussichten sind atemberaubend. Und die Burganlage als Ganzes sehr, sehr beeindruckend. Ich hoffe, ihr habt es gesehen in meinen Aufnahmen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert hier meinen Kanal, dann geht ihr mit mir weiter auf Reise. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, euer Alex.